Erwin Olaf ist ein Meister der inszenierten Fotografie. Für seine Arbeiten arbeitet er zusammen mit MaskenbildnerInnen und BühnenbildnerInnen. Bernd Müller spricht nun mit Ihnen über seine aktuelle Ausstellung in der Kunsthalle Unheimlich Schön. Und noch einmal Kultur. Dieses Foto kennt fast jeder. Das hing in den 90er und den 80er Jahren an jedem zweiten schwulen Kühlschrank. Wer dieses Foto gemacht hat, das wissen viele nicht. Es war der niederländische Fotograf Erwin Olaf, der zurzeit in einer großartigen Einzelausstellung in der Münchner Kunsthalle zu sehen ist. Eine Ausstellung, die wunderbar zum CSD passt und ein Künstler, für den dasselbe gilt, denn aus seinem Schwulsein hat Erwin Olaf nie einen Hehl gemacht. Ich möchte anhand einiger Fotografien über sein Leben und seine Kunst mit ihm sprechen. Jetzt sagen wir aber erstmal Hallo zu Erwin Olaf. Hallo Erwin. Erwin, du bist Niederländer, wir können aber Deutsch sprechen. Naja. Deutsch mit leichtem niederländischen Akzent. Ja. Du bist gerade in München angekommen, am Mittwoch rechtzeitig zum Gay Pride. Hat Gay Pride in deinem Leben eine Bedeutung? Ja, sehr viel. Jedes Jahr. Nicht nur allein für Party, aber auch, weil man Bewusstsein soll von den Problemen, die noch weltweit sind, für viele schwule Leute. So wie wir gesehen haben, letzte Woche in Georgien und in Spanien. Und in Spanien. So, ja. Das macht traurig. Ich habe ein Bild aus den 80ern gezeigt gerade. Ich möchte noch ein Bild aus den 80ern zeigen, weil es so unterschiedlich, so sehr unterscheidet von dem. Es kommt aus der Serie Ladies' Heads. Erwin, vielleicht kannst du mal das nicht? Ich bin angefangen mit Ladies' Heads in der 80er Jahre. Ja. Und dann bin ich es vergessen in die 90er Jahre. Und dann bin ich in der 2015 wieder angefangen, weil die Schönheit sich in der Straße so geändert hat. Okay. Und das ist eine Serie, das geht über die Männlichkeit. Wenn man einem Mann ein weibliches Sache gibt, so wie eine Hute, dann entsteht ein Dialog und den sieht man in die Augen. Das ist ja ein sehr queeres Thema eigentlich. Es geht ein bisschen um Gender-Thematik, um Klischees. Ja, aber ich bin angefangen, ohne zu wissen, dass es ein queeres Thema war. Nur ein ästhetisches Thema. Aber in diesem Foto steckt ja noch mehr als nur der weibliche Hut auf einem männlichen Kopf. Die gesamte Komposition stammt ja sozusagen von einem Vorbild. Ja, von der Malerei in der Golden Age, wie sagen. Mhm. Renaissance? Golden Jahrhundert, nein, ja. in der niederländischen Geschichte. Da war die Zeit von Rembrandt. Mhm. Da war die Malerei auf sehr hohes Niveau. Und deswegen reden wir über die Golden Age. Und das ist eine Malerei, die mich immer inspiriert, noch immer. Und ich möchte noch ein Foto zeigen, da bist du sogar selbst zu sehen. Also wenn man mal genau hinguckt, so startete jeder zweite US-Porno in den 90er Jahren mit einem Poolboy und dem Hausherrn. Ich habe in einer Pornovideothek, ich muss mal kurz das erklären, mal gearbeitet, deswegen kenne ich mich in der Zeit gut aus. Welche Rolle spielt denn Sexualität oder Homosexualität überhaupt in deinem Werk? Naja, ich bin ein schwuler Mann und das bin ich 100% pro Tag. Aber ich bin nicht die ganze Tag beschäftigt mit meiner eigenen Sexualität. Aber wenn ich über mich selbst fotografiere, ja, dann geht es natürlich über, auch wenn Sexualität dabei ist oder Liebe, das muss man nicht vergessen, dass es nicht nur allein Sexualität ist. Es ist auch oft die Liebe für einen anderen Mann. Dann kommt das entlang in meine Arbeit. Ja. Ja. Du kommst ja aus den Niederlanden. Die Niederlande selber haben ja als europäisches Land sehr früh schon Fortschritte in der Gleichstellung von LGBTI gemacht. Wenn du die Community heute anguckst, bist du zufrieden mit dem Erreichten? Na, ich bin kritisch, aber das ist jede alte Generation. Ich denke, jetzt muss die jüngere Generation es machen. Und sie sind, da war eine Dip, eine Dip. Ja, weil wir haben das, die Ehe gehabt, für gleiche Geschlechter. Und dann dachten wir alle, jetzt sind wir da, jetzt ist es fertig. Aber dann war es nicht so, weil in die Straße kann es noch
ein bisschen schwer sein. Die Entspannung ist nicht so groß auf der Straße in Holland. Und jetzt sehe ich wieder eine Generation, die sagt, ja, was ist los? Wir müssen unseren Raum wieder erobern. Ja. Ich möchte zum Schluss noch ein Bild zeigen. Das ist extra für die Münchner Ausstellung, oder die Serie ist aus der Münchner Ausstellung extra für die gemacht worden. Da muss man vielleicht ein bisschen näher ranfahren, sieht man nicht so ganz deutlich. Das ist, sind zwei Muslime, die auf einem österreichischen See, in dem Fall habt ihr fotografiert, auf einem Boot fahren. Was ist die Geschichte, die dieses Bild erzählt? Na, ich war für Im Wald, das ist die Serie, die ich gemacht habe für Kunsthalle, war ich sehr inspiriert bei der romantischen und auch die symbolische Malerei in Deutschland und in Schweizerland oder Österreich. Und da war eine Malerei, das nennt man Todesinsel 3 von Arnold Böckling in den 19. Jahrhundert. Und das war sehr intrigierend und inspirierend. Und da ist eine Frau in Weiß auf einem Boot mit einem toten Mann und fährt nach einer Insel. Und da war ich in meinem Hotel und nach einem Meeting mit der Kunsthalle. Und da hatte ich Frühstück. Und da kam eine Frau herein mit ihrer Tochter. Und beide waren in traditionelle islamitische Kleidung, eine Niqab. Und da dachte ich, naja, sie sieht aus wie das Gemälde von Böckling ein Jahrhundert her. Und dann hatte ich instant das Idee bekommen, weil ich wollte mal reden über Reisen und unser Respekt für die Natur oder dass wir das haben sollten. Ja. Und dann hatte ich meine erste Idee für die Serie Im Wald. So, das ist dies. Und dass man deine eigene Identität wählt heutzutage auch. Das kann religiös sein, aber der Bootsmann, der kann man nicht so gut sehen in dieses Bild, mit in die Close-up, er ist total tätowiert. Genau. Und nur allein seine Augen sind noch nicht tätowiert. So, das ist auch eine Identität, die er gewählt hat. Hat sich in deiner Arbeit thematisch etwas geändert im Laufe der Jahre? Hast du andere Themen gefunden, andere Modelle, andere Ideen? Natürlich, wenn das nicht geändert war, dann war ich ein sehr langweiliger Mann. Was wird dein Alterswerk auszeichnen? Altes Werk? Neues oder altes? Meine alte Arbeit. Das Alterswerk, also das aktuelle Werk. Oh, das aktuelle. Ja, über die Verständnisse zwischen Menschen, über Identität, über die Änderung von unserer Welt, dass jetzt so viele Leute sind. Wenn ich jung war, 3,5 Milliarden Leute. Heutzutage 7,8. Und war, ja, was geht schief? Unser Respekt oder Disrespekt für die Natur, das sind jetzt meine aktuellen Themen. Du bist jetzt noch in München, ich nehme an, spätestens bis Montag. Wirst du hier ein bisschen was vom Münchner CSD dir anschauen? Ja, natürlich. Was sagst du dann? Kannst jetzt noch auf die Straße gehen. Unheimlich schön heißt die Ausstellung und treffender geht es ja kaum, denn das wunderbare deutsche Wort unheimlich mit seinen zwei Bedeutungen entfaltet hier ihre volle Pracht. Erwin Olaf, herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Ich möchte einen Programmhinweis abgeben. Morgen Abend, Sonntag, den 11.07. gibt es die Dokumentation Erwin Olaf, The Legacy um 21 Uhr im Open-Air-Kino in den 5 Höfen. Wer mehr Erwin Olaf sehen und erleben möchte, sieht ihn auch dort. Da kann man mit dir alle Fragen diskutieren, die wir heute nicht ins Programm genommen haben. Herzlichen Dank nochmal und eine gute Zeit. Danke. CSD München 2021. Proud. Human. Queer. I've ever been lifted before. So keep it up.
The legacy of Pride has told us that all of our issues are connected, which means we all have a stake in this fight together. We have to build unity. We have to build community. In partnership, we have so much more strength. It's important that we find these connections across race, gender, sexuality. Queer issues are housing issues. Trans issues can be anti-poverty. Together, we can reclaim our identities. We can learn from one another. We can create hope. Together, we can succeed. CSD München 2021. Proud, human, queer.